guten Tag zusammen. Wir sind jetzt auf dem Weg, aber wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Paxmal. Es sollte eine schöne Aussicht dort geben. Was es genau ist, kann ich erst sagen, wenn wir dort sind. Ich hoffe, es gibt da eine Beschreibung. Denke mal schon, weil sonst wäre das irgendwie blöd. Aber es sollte eine richtig, richtig geile Aussicht sein. Haltet euch fest, ich nehme euch mit und wir sehen uns gleich. Hey, seht euch das an. Es ist unglaublich. Man kommt nur durch so enge Gassen, enge Straßen, kommt man zu der Aussicht. Es ist wirklich unglaublich schön. Schaut euch das an. Angekommen oben, wir müssten unser Auto dort hinten stehen lassen, weil hier es nicht mehr weitergeht. Also es geht schon weiter, aber nicht mit dem Auto. Wir müssen nur noch den Weg finden. Und ich habe euch ja mal gesagt, wegen den Brunnen in der Schweiz sind alle trinkbar. Außer wenn etwas draufsteht. Und zwar, das seht ihr hier. Nicht trinkbar. Aber alle anderen Brunnen, die nichts draufstehen haben, die sind trinkbar. So, da steht, wo wir hin müssen, und zwar hier. Paxmal. Das heißt, wir müssen diese Seite hier nach oben. Es fängt an zu regnen. Schon ein bisschen mühsam. So, wunderschönes Wetter ausgesucht. Leider nicht. Und hier, kleiner Wanderweg. Hier hätten wir auch noch mit dem Fahrrad. Mit den Fahrzeugen vorankommen können. Aber wie gesagt, nicht, dass es nicht geht oder wir nicht dürfen. Ich frage mich, ob wir es doch tun sollten. Schaut doch das an. Das ist eine Tür. Seht ihr das? Dort. Eine Tür. Tür, die in den Berg führt. Ich hoffe, wir sind richtig. Wenn nicht, dann sehen wir das relativ schnell. Atemberaubend. Interessant. So, wir gehen mal da durch. Falls ich etwas Interessantes sehe, werde ich mich melden bei euch. Bis dahin. Wir sehen uns. Seht euch das an. Zieht euch das mal rein. Ist das schön oder ist das schön?
Es ist unglaublich, unglaublich. Hier das Tiefe, dort das Hoche, es ist unglaublich. Schaut das an, schaut euch das an. Es ist unglaublich. Wir folgen mal einfach dem Weg. Mal schauen, was uns hinführt. Aber wir hätten mit dem Fahrzeug bis hier oben ranfahren können. Aber wie gesagt, wenn ich neu irgendwo bin, keine Ahnung. Das war auch keine befestigte Straße, sondern ein Schotterweg. Und wenn ich da entlang fahre, weiß ich nicht, ob man darf und oder ob man nicht. Besser, ich laufe ein bisschen, dann weiß ich, ich kann oder ich darf, als dass ich irgendwo reinfahre und wieder retour rausfahren muss oder rückwärts, wie ihr das nennt. Das ist einfach unglaublich. Schaut euch das an. Bin ich mich sprachlos. Seht hinter mir, seht ihr, wie man in der Schweiz lebt, wie schön nostalgisch diese kleinen Hütten sind. Da hinten, wie ihr seht, ja, hier. Ist einfach herrlich. Man ist hier in aller Ruhe. Warte mal schnell. Ihr hört gar nichts. Gar nichts. Da entlang können wir noch einen Wanderweg, wo ihr entlang laufen könnt. Und wir müssen hier durch. Da steht der Pax Mal. Also geht ihr hier durch. Da schaut mal an. Die Aussicht und alles. Wow. Es ist alles super wunderschön hier. Einfach unglaublich. Leute, ab hier fängt das an. Schaut euch das an. Wow. Hey, seht ihr die Wände? Hier fängt das an. Und dann geht das da runter. Da, hier. Da, ganz leise. Wir müssen ganz leise sein. Mal hier. Orte Ruhe. Einfach ganz leise. Wir sind ganz leise sein. Keine Drohung. Hier geht man runter. Schaut euch das an, Leute. Ich weiß, ich muss ein bisschen flüstern. Man darf nicht so laut sein. Das ist ein Ort der Besinnung. Der Ruhe. Schaut euch das an. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wow, schaut mal da.
sieht man, was also die Beschreibung ist. Wo ist wo, welche Seite. Hier noch die Geschichte. Und hier noch. Dann geht man hier. Die Wiese darf man nicht betreten. Und dann. Wow. Und da steht hier vor dem. Ich glaube, das ist für die Reinigung. Wow. Gehen wir mal hier. Wow, seht ihr das? So, von 1924, 1949. Ich habe fast kein Akku mehr. Gemeinschaft, Arbeit, Recht. Wie schön das gemacht ist. Leute, was denkt ihr davon? Lasst es mir wissen unten in den Kommentaren. Ich melde mich gleich wieder und muss die Batterie wechseln. Bis gleich. Wie gesagt, geile Aussicht. Ich werde die Todesstraße runterfahren. Ja, das ist Einbahnspur. Also passt nicht mehr als eineinhalb Fahrzeuge passen durch die Straße. Ja, und das noch, wie lange? 12 Minuten müssen wir das runterfahren. Schauen. Hoch ging es, wenig Verkehr, keine Autos, keine Fahrzeuge entgegengekommen, außer ein paar Kühe. Habt ihr ja gesehen. Ja, sind wir auf dem Rückweg. Wir könnten eigentlich schon lange im Auto sitzen. Aber ja, mein Fahrzeug steht dort unten irgendwo. Auf dem geteerten Straßenparkplatz. Nicht so etwas wie das. Nee. Lieber dort ist besser. Ja, das war, wie fandet ihr denn? Pack's mal, lasst es mich wissen unten in den Kommentaren, ob es sich gelohnt hat, was ihr denkt, Verschwörungstheorien, sonst irgendwelche Urteile oder Beurteilungen. Lasst es mich wissen und lasst uns darüber reden. Unten Kommentare, lasst liegen.